So, da sind wir auch schon wieder zu Part 5. Es ist ein neuer Tag angebrochen, zumindest bei mir. Und ich hoffe, das Ruckeln hält jetzt auf, weil es mir tierisch auf den Keks geht auch. Das ruckelt jetzt zumindest nicht, dann muss die PlayStation wohl doch heiß gelaufen sein. Wo muss ich denn nochmal hin? Ach ja, genau, das könnte ich glaube ich auch erweitern. Oder habe ich das sogar schon erweitert? Das. Karte. Wo war nochmal die Karte? So, ich muss dahin. Das ist doch gar nicht so weit. Alles klar. Oder, hä? Das habe ich da schon gemacht, oder? Das ist das letzte Mal schon erlegt, als Scheiß drauf. Offenbar muss die PlayStation wohl wirklich letztes Mal heiß gelaufen sein. Das ist mir auch noch nie passiert, ehrlich gesagt. Aber jetzt scheint alles zu funktionieren. Oder sie hat über Nacht, was ich jetzt hier direkt nicht sehen kann, ein Patch gezogen für Batman, weil ich bin PlayStation Plus Mitglied. Dementsprechend macht die das offline, beziehungsweise wenn ich nicht on bin. Was hat der denn für ein Problem? Ihr seid mein Problem. Ich finde den Konter-Button total geil hier. Weiter der Kopf aufleuchtet, drücke ich einfach Dreieck und der haut den einen auf Fresse. Dieser SIM-Karte kann ich vielleicht den Pinguin lokalisieren. Ja, jetzt erfahren wir wieder, dass er Störung hat, bla bla bla. Alfred, mein Funk ist irgendwie gestört. Kommt das von deiner Seite? Nein, Sir, nicht sie, hier ist auch. Es kommt vom nächsten. Hier steht Speichern. Warum hat er das dann letztes Mal nicht gespeichert? Ich weiß, dass auch die Autonavigation des Bedrings stört. Ich habe den Turm auf ihrer komisch, Karte. Komisch, diese Sache. Um den Pinguin aufzuspüren, muss ich dieses Signal abschalten. Ach, ich denke immer, das ist, da. Wohl in die Richtung. Ich wünsche mir immer hier noch ein Navigationsprinzip, wie bei Spider-Man, weil das wird die Sache deutlich vereinfachen. Weil wenn ich hier schon dreidimensional quasi meine Ziele habe, weil ja die auch deutlich höher liegen können. Warum habe ich dann nur diese verfickte Karte, die mir nur zeigt die grobe Richtung und es könnte trotzdem 10 Meter über mir, 10 Meter unter mir oder sonst was sein? Hallo? Behindert? Also das hätte man definitiv mal verbessern können. So, und weiter. Das ist ja das Komische. Hast du ihm je deine Kontonummer gegeben? Ich definitiv nicht. Wie überweist er uns also das Geld? Ja, komische Probleme. Ah,
langsam manchen. Macht auch mal richtig Laune, finde ich. Außerdem ist es gut für die Erfahrungspunkte. Umzingelt ihn! Bam! Aus seinem Detektivmodus sieht das immer sehr cool aus. Du willst das also ernsthaft mit mir aufnehmen? Ja. Dann leg mal los. Ich freue mich schon darauf, dir beim Scheitern zuzusehen. Beim Scheißern? Ich hab verstanden, beim Scheißern. Wahrscheinlich, weil das hier sogar mit dem komischen Pfeil angezeigt wird. Nicht so einfach, wenn man mal den Kopf statt seiner Fäuste benutzen muss. Rausfinden, wie ich den Strom von hier in den Verteilerkasten in diesem Raum umleiten kann. Das wird die Tür öffnen. Was soll das denn sein? Da ist ein Verteilerkasten drin, wenn ich ihn irgendwie überspannen könnte. Ach, typisch. Warum den Kopf bemühen, um ein Problem zu lösen, wenn man doch einfach irgendwas draufwerfen kann? Hä? Ich soll das doch lenken können. Wie geht denn das? Der will irgendwie nicht so, wie ich will. Die Lenkung ist auch ein bisschen sperrig hier. Ich weiß gar nicht, wohin der jetzt genau soll. Raus. Wenn ich wüsste, was genau das Ziel ist. Ah. Ich sag ja, der Detektivmodus ist wichtig. Wie man sieht. Gefragt hättest, hätte ich dir aufgemacht. Ja, bist du lustig. Glückwünsche sind angebracht. Vielleicht bist du doch nicht so dumm, wie ich erwartete. Warum tust du das, Enigma? Ah, direkt gefällt. Weil er Hartz IV kriegt. Also, ich sag's dir. Gotham ist verdorben. Voller Vandalen, die die Stadt mit Gewalt kontrollieren. Und ihr macht du hast meine nicht. Frage nicht beantwortet. Dann lass mich ausreden. Ich will sie loswerden, Batman, um Gothams intellektuelles und moralisches Niveau zu heben. Aber ich bin kein Schläger, wie du. Meine Methoden sind etwas raffinierter. Was du tust, ist nichts anderes als Diebstahl. Daran ist nichts Raffiniertes. Deine Antwort ist zu vorhersehbar, wie banal. Mach's gut.
Jetzt kann ich auf die SIM-Karte von Pinguins Handlanger zugreifen und Pinguins Funknetz hacken. Der Pinguin ist ziemlich angepisst über den geplatzten Deal. Ja, wenn ich was damit zu tun hätte, wäre ich schon aus der Stadt verschwunden. Alfred, ich erhalte ein Signal von Pinguins Männern. Es stimmt aber mit keiner bekannten drahtlosen Frequenz überein. Ah ja, ich sehe es. Der Pinguin hat anscheinend sein eigenes Drahtlosnetzwerk errichtet. Mit Hilfe von Laptops, die als provisorische Funkstation dienen. Er schickt seine Männern die Frequenzen über Walkie-Talkies. Zwei dieser Funkstationen sind ganz in ihrer Nähe. Gut. Markiere sie auf meiner Karte. Wenn ich diese Walkie-Talkies hacken kann, kann ich seine Position triangulieren. Ja, wo sollen die denn sein? Da muss ich jetzt warten. Hä? Achso, da oben ist eins. Mein Gott, liegen die Scheißziele immer weit auseinander. Sehe ich auch erstmal den Sinn. Ich dachte, das wäre Deko. Das ist das Zeichen dafür, dass das da hinten ist. Ich habe die ganze Zeit nie drauf geachtet und dachte immer, hier dieses Bat-Signal wäre einfach nur Deko. Quasi, weil Batman gerufen wird. Trotzdem mal zu Brei, weil ich brauche Erfahrungspunkte. Spider-Man wäre schon längst da gewesen. Selbstverteidigung, ist das dein Ernst? Du weißt schon. Guten Tag. Ich werde dich mit einem umhauen. Autsch. Ich konnte die auch direkt besiegen, wenn die so betäubt waren, aber ich weiß nicht mehr wie. Die nächste Funkstation finden. Dann kann ich Pinguins Position triangulieren. Was unsere Ladung hochzunehmen, was auch immer er will. Seinen eigenen Arsch zu retten. Wenn ich das nicht weiß, solltest du also hoffen, dass du es jemandem erzählst, der noch dümmer ist als du. Ach, wir sind ja Gegner. Gibt's ja gar nicht. Mr. Cobblepot, ich schwöre, dass es die Fledermaus war. Er hat wirklich vom Dach des Uhrenturms genau in einen Weihnachtsbaum geworfen. Ist mir scheißegal, was du glaubst gesehen zu haben. Wenn du nicht meinem Geld gemisst, rufe ich dir die Augäpfelchen raus. Und dann musst du dir nicht wieder Gedanken über
Ideen macht ihr. Ist das klar? Ja, Mr. Cobblepot. Tut mir leid, Mr. Cobblepot. Was bist du? Tja, einer lebt noch. Wen interessiert's? Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich glaube, das war dieser K.O.-Schlag, den ich meinte. Ich würde sagen, da unten würde ich auch gerade von auf mich schießen. Ich werde gleich sterben. Und das war's, mein erstes K.O. Kommt jetzt wieder so ein fucking Face? Ja. Wie im ersten Teil. Und deswegen bin ich der Boss. Und jetzt entschuldigt mich. Das Geschäft wartet auf mich. Ich finde den aber nicht gut designt. Ich muss die nächste Funkstation finden. Dann kann ich Pinguins Position triangulieren. Ich hab den Hurensohn! Mach doch! So, ich kann nicht sofort eine Bombe benutzen. Oh, Scheiße. Wir
Wir haben... Ich glaube, ich mache hier mal einen Cut. Ich muss mich erstmal an die neue Situation gewöhnen. Normalerweise habe ich früher bewaffnete Gegner einfach mal lautlos ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob das hier ehrlich gesagt möglich ist. Lebendig wärst du mehr. Wir sehen uns dann im nächsten Part.